Hallo zusammen und willkommen zu unserem zweiten Leben bei Faster Than Light. Das erste Leben hat ja sehr gut geklappt, aber es war ja auch nur auf Easy. Obwohl Easy, wie gesagt, für die Anfänger echt eine gute Entscheidung ist, denn auf Normal frustet es doch ein wenig zu sehr. Aber wir haben es durch auf Easy, haben ein neues Schiff freigeschaltet bekommen und das sollten wir wahrscheinlich auch gleich benutzen, denn es klang recht praktisch mit dieser Extrawaffe. Also suchen wir hier raus, nicht die Kestrel, nicht die Taurus, sondern die Osprey. Genau, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, am Ende des letzten Videos, des letzten Lebens, habe ich noch ein wenig was zu diesem Raumschiff hier erzählt. Das hat hier wohl eine Extrawaffe. Also hier ist das Waffensystem für den einzigen Burstlaser, den sie hat. Also hat keinen Raketenwerfer wie die Kestrel, sondern nur einen Burstlaser und dafür hier ein extra, wie hieß das Ding? Artillery Beam. Genau. Schießt einen langsamen, hochenergetischen Strahl, der durch die Schilde durchgeht und einen Schaden pro Raumtreffer verursacht. Mehr Power bedeutet ein schnellerer Cooldown. Ah, okay, ich sehe gerade unten rechts, oder besser gesagt rechts, steht momentan hat er einen Punkt. Das heißt, er hat einen 50 Sekunden Cooldown. Das ist ganz schön lange. Aber wenn man da halt mehr Scrap investiert, geht das schneller. Also Shield Piercing klingt schon mal sehr gut. Und es ist ein Beam. Das heißt, man kann eine Linie setzen, von meinetwegen da nach da, und er trifft alle Räume, die da auf dem Weg sind. Das ist extrem praktisch. Also er macht zwar nur einen Schaden, aber das wären dann 1, 2, 3, 4 Schadenspunkte, wenn man das alles zusammenrechnet. Also ja, da erhoffe ich mir sehr viel. Außerdem haben wir 4 Rassen von vornherein dabei. Der Mensch wird wahrscheinlich der Pilot, das mache ich irgendwie immer so. Der Rockman hat viele Lebenspunkte, ist aber langsam. Und ist immun zu Feuer. Also sehr gut, um Feuer zu löschen. Ich glaube, den lasse ich hier hinten im Antrieb. Der Engi kann schnell reparieren. Weiß ich noch nicht. Der Mantis wäre eigentlich geeignet, um Saboteure zu töten. Aber wir brauchen am Anfang alle 4 Leute. Also werde ich den Mantis wohl zu den Waffen schicken, einfach weil es eher passt. Vom Charakter her. Und den Engi zu den Schilden. Ich weiß nicht, ob das Ding hier einen extra Piloten braucht. Also einen extra Helferling. Das müssen wir gleich im Spiel selbst gucken. Es gibt hier noch einen Typ B, den haben wir noch nicht freigeschaltet. Und es gibt hier 3 Achievements. Wenn man 2 davon bekommt, kriegen wir die Variation freigeschaltet. Die erste ist, benutze nur den Artilleriebeam, um ein Schiff zu zerstören. Während wir selber keinen Hüllenschaden bekommen. Das klingt schon mal kompliziert. Also auf Easy dürften wir das hinkriegen. Da suchen wir uns irgendeine kleine Drohne, die keinen Schaden macht und ballern immer nur mit dem Beam drauf, weil die haben ja teilweise nicht mehr Schilde. Das müsste echt klappen. Aber jetzt auf Normal müssen wir gucken. Der zweite wäre, benutze unsere Mannschaft, um 4 blaue Events zu vollenden vor Sektor 6. Sektor 5. Also diese blauen Events war, wenn man auf irgendein Zufallseignis gestoßen ist, hat man normalerweise ja 2 Optionen. Wenn man aber die richtige Crew oder die richtige Ausrüstung dabei hat, gab es diese blauen Optionen. Davon hatten wir, glaube ich, im ganzen ersten Leben nur 4 Stück oder so. Und hier müssen wir jetzt für das Achievement 4 Stück davon haben, aber vor dem 5. Sektor. Das klingt sehr weit hergeholt. Aber gut, ich weiß, für die Enge gibt es auf jeden Fall extra Optionen. Für die anderen Sachen bin ich mir nicht sicher. Was werden wir denn ja sehen? So, noch irgendwas zu beachten? Ich glaube erstmal nicht. Ah, doch, umbenennen. Das ist jetzt normal, old school. Ach, die römischen Ziffern passen nicht mehr. Ich könnte normal old nehmen, aber... Na gut, dann sind wir halt optimistisch und gehen davon aus, es wird nur eine normal old school geben. Was recht abwegig ist, aber na gut, normal. Ja, die alte Option, die alte Information wieder. Wir haben Informationen, die müssen weg von den Rebellen hin zur Föderationsflotte. Okay, verteilen wir erstmal unsere Crew. Also, Bowie. Oh, das Cockpit ist hier hinten. Das ist irritierend. Aber gut. Das ganze Layout ist ein wenig ungewöhnlich natürlich. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wir haben die Möglichkeit, wenn hier Feuer ausbricht, das hier zu öffnen. Um unsere Artillerie zu retten. Das Waffensystem können wir auch recht schnell retten. Die Schilde sind viel zu weit drin, als dass wir da irgendwas mit Luftschleusen machen könnten.
Antrieb ginge auch noch. Und zum Cockpit kommt man nur von einer Seite rein, also von da. Das heißt, er ist auf jeden Fall sehr sicher. Gut, gut. Also, Banks kommt in die Waffen Banks. Und Altrey kommt hier in den Antrieb. Und King. King kommt zu den Schilden. Ist irgendwie ein komischer Name für einen Außerirdischen. Aber warum nicht? So, wir haben nur 10 Shot am Anfang. Das heißt, ich kann meinen Standard-Trick gar nicht machen und hier den Reaktor sofort erhöhen. Damit wir einen Punkt haben für die Triebwerke. Das ist nicht so toll. Aber na gut. Sonst müssten wir jetzt so weit fertig sein. Wir haben 16 Treibstoff, ein paar Drohnen und 5 Raketen. Ich weiß nicht, ob der Beam Raketen verbraucht. Das Symbol ist das gleiche. Und es gibt ja eine Menge Waffen, die keine Raketen sind und trotzdem Raketen verbrauchen. Also sollten wir da einen Blick drauf haben. So, aber erstmal springen wir. Wir haben gleich ein Notsignal. Oh, stopp. Ich muss mal ganz kurz in die Optionen. Da hat ein netter Zuschauer was gesagt. Und zwar hier das Einschalten. Dann kann man auf der Karte sehen, von wo man aus dahin springen kann. Also ich muss mir nicht ungefähr ausmalen, wie wir fliegen müssen, sondern ich kann mir so wirklich eine Route planen. Das heißt, ich springe jetzt hier hin, springe dann dahin, dann zum Notsignal und dann gehe ich hier oben rum Richtung Ausgang. Das klingt nach einem Plan. Also erstmal dahin. Das Schiff sieht allgemein... Ah. Super. Asteroidenfeld und gleich ein richtiger Pirat. Keine automatische Drohne. Das ist nicht so toll. Ja, wir drehen mal um und bekämpfen das Viech. So. Ja, seine Hülle wird, sein Schild wird immer deaktiviert und unser Schild auch. Das heißt, es geht echt nur darum, wer zuerst schießen kann. So, nächstes Problem. Wie aktiviere ich die Artillerie? Achso, die lädt sich hier auf. Dann gibt es wahrscheinlich oben einen Knopf, ähnlich wie beim Tarnsystem. Ah, okay. So, komm schon, komm schon, komm schon. Burst Laser geht auf jeden Fall auf die Waffensysteme. Wir schießen hier 3 Laserstrahlen. Dafür dürfte der erste den Schild deaktivieren, wenn er nicht schon von einem Asteroiden deaktiviert wurde. Und der Rest ballert dann drauf. Er hat eine Rakete geschossen. Wo kommt die Rakete her? Ach, da. Ich deaktiviere mal die Krankenstation, aktiviere die Triebwerke. Und ich hoffe einfach, dass die Ausweichchance erst berechnet wird, wenn die Rakete einschlägt und nicht jetzt schon, bevor sie abgeschossen wurde. Das wäre dann schlecht gewesen. Autsch, Treffer beim Sauerstoff. Das ist nicht gut. Und wir haben seine Waffensysteme zwar beschädigt, aber nicht ausgeschaltet. Oh, oh, oh. Kamerasystem ausgeschaltet und hier ist auch noch irgendwo Treffer gewesen. Das ignorieren wir aber erstmal. Und ja, wir ignorieren auch den kaputten Sauerstoff. Denn wir müssen alle Leute auf der Position behalten, wo sie gerade sind. Richtig. Pilot zum Ausweichen. Er zum Ausweichen. Er für die Schilde, er für die Waffen. Ja, muss alles da bleiben, wo es ist. Das heißt, wir hoffen jetzt einfach, dass die nächste Salve die Waffen ausschaltet. Und dann können wir jemanden abziehen, um den Sauerstoff zu reparieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Wieder eine Rakete. Autsch, das waren die Türen. Waffensystem ausgeschaltet. Sehr schön. Also wir könnten jetzt das hier annehmen, aber es sind nur 5 Raketen, eine Drohne und 8 Scrap. Dafür könnten wir aber sofort aus dem Asteroidengürtel raus. Die Asteroiden verursachen nur einen Schadenspunkt, was unseren Schild zwar auflöst, aber es kommt ja nichts durch von den Asteroiden und sein Waffensystem ist kaputt. Also haben wir eigentlich alle Karten in der Hand. Ja, dann sage ich, nö, das akzeptieren wir nicht. Sehr schön. Da er nicht schießen kann, können wir die Leute von den Schilden... Ne, von den Ausweichern abziehen. So, repariere das bitte. Ich hoffe, nirgendwo ist ein Feuer. Oh, und er repariert schon wieder. Ah. Burst Laser dahin. Ich hoffe mal, dass wir schießen können, bevor er seine Rakete abfeuern kann. Ja, deaktiviert. Sehr gut. Burst Laser schon wieder auf das System. Und eigentlich müsste er gleich sterben mit der nächsten Salve. Jetzt. Sehr schön. Erstes Schiff zerstört. Aber wir haben auch gleich 3-4 Punkte Höhlenschaden genommen, wenn nicht sogar noch mehr. Und mal eben doppelt so viel Scrap. Sehr gut. So, ihr zieht gleich mal weiter.
da hinten hin. Der Engi kann... Oh, der Engi kann nicht schneller reparieren. Engi, geh mal ganz kurz dahin. So, was sagen die Systeme? Sonst ist alles in Ordnung. Feuer sehen wir auch keins bisher, aber du kannst mal kurz einen Kontrollgang machen. Nö, kein Feuer, sehr schön. Du zurück in die Pilotenkanzel, du zurück zum Antrieb, du zurück zu den Schilden. Ja, sehr gut. Das lassen wir erstmal so. Die Medbay brauchen wir ja vorerst nicht. Das heißt, wir springen jetzt hier raus. So, da ist ein Geschäft. Das ist schon mal sehr praktisch. Aber erstmal gehen wir zu dem Notsignal da oben. Und der Beamlaser hier, Quatsch, der Artillerielaser kam gar nicht zum Einsatz. So lange hat er gebraucht. Was ein wenig ungünstig ist. Aber na gut. Oh, das Notsignal hat wohl andere Schiffe auch hierher gelockt. Wir müssen kämpfen. Okay, er hat auch wieder einen Raketenwerfer und einen Ionenblaster. Das heißt, er kann zwar unser System in Alarm legen, aber wird kaum Schaden damit verursachen. Das heißt, wenn die Rakete jetzt verfehlt. Tut sie nicht. Na gut, Blaster auf deren Waffensysteme. Ich hoffe einfach mal, dass der Raketenwerfer zuerst ausgeschaltet wird. So, und wir schicken ihn hier dahin, das Feuer zu löschen. Und natürlich wurde der Ionenblaster ausgeschaltet. Okay, Burstlaser wieder auf die Waffensysteme. Oh, da ist von Feuer ausgebrochen. Sehr schön. Das Feuer hat dann noch mehr Schaden verursacht und hat das Waffensystem deaktiviert. So, die wollen sich auch ergeben. Nix da. Wir wollen eure Waffen haben. Er klappt weiter das Feuer aus. Ist soweit gut. Und wir schießen mal auf deren Schilde. So. Oh, Waffensystem. Aber das muss jetzt erst laden. Das heißt, wir werden auch zuerst feuern können. Sauerstoff wird langsam knapp. Nein, er konnte die Rakete noch abschießen. Na, ein unnötiger Höhlentreffer. Aber gut, wieder 3 Treibstoff, 2 Raketen und 18 Scrap. Jetzt haben wir schon 45. Da sollten wir überlegen. Also wir könnten jetzt zu einem Geschäft springen. Aber mit 45 Scrap ist das ein bisschen albern. Sollten wir lieber überlegen, wo wir es investieren könnten. Für 50 könnten wir schon die nächste Schildblase freischalten, aber wir bräuchten auch noch 2 Reaktor dazu. Waffensystem. Ich glaube, ich bewahre mir das erstmal auf. Nur für den Fall, dass wir über irgendwas stolpern. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Schilde versuchen würden zu erhöhen und dann irgendeine tolle Waffe finden, dann müssten wir erstmal Waffenkontrolle erhöhen und dafür hätten wir dann keine Punkte mehr. Also, nee. Ja, wir warten erstmal. Sonst haben wir keine Ausrüstung. Nö. Na gut. Dann alles repariert. Du wieder auf Posten, bitte. Und noch kurz warten, bis der Sauerstoff voll ist. Also zumindest im 90er-Bereich. 91. Ja, das ist okay. Sprung. Also, wir könnten zum Geschäft, aber wie gesagt, das ist nur ein unnötiger Sprung. Und wir sollten jeden Sprung zählen lassen. Oder das meiste rausholen. Geschäft wird ignoriert. Also da hinten hin. Oh, wir sehen ein automatisches Scoutship, das ein Zivilschiff verfolgt. Da helfen wir noch sofort. Und genau die Dinger meinte ich eigentlich. Diese automatischen Scoutschiffe. Die haben teilweise keine Schilde und da könnten wir diesen Erfolg ganz gut machen mit dem Beamlaser. Auch wenn der irre lange dauern wird. Aber ja, hier nicht. Außerdem hat er 2 Laserwaffen. Das ist gar nicht gut. Also das sieht aus wie ein Burstlaser, so wie unser. Und das da... weiß ich gar nicht. Heavy oder Beam wahrscheinlich dann. So viele andere Laser gibt's nicht. Aber gut, wir zielen schon mal auf die Waffensysteme. Oh. Ja, definitiv ein Burstlaser. Das andere schien ein ganz normaler Laser zu sein. Also Schilde sind kaputt. Der Pilot wurde getroffen. Da hilfst du mal ganz kurz aus. Weil wenn der Pilot ausgeschaltet ist, bringt das Triebwerk eh nichts. Also kein Evade-Bonus. So, du löscht da das Feuer schon selbstständig. Und der Burstlaser zielt schon mal auf die Waffen. Aber ja, 2. Kampf und wir sind schon unter 75%. Und wir können immer gleich noch auf den Sauerstoff tanken. Ach gut, wir haben wenigstens die Waffen ausgeschaltet. Aber ja, es ist gleich wesentlich knackiger.
So, ihr repariert da, du reparierst da, du hilfst mir bei den Schilden. Auch wenn du nicht besonders gut reparieren kannst, aber jedes bisschen hilft. So, du machst den Sauerstoff. Du bleibst in der Kanzel, damit du wenigstens etwas ausweichen hast, falls er hier schnell das Teil repariert. Und der Burstlaser schießt auf. Ihr schießt trotzdem wieder aufs Waffensystem. Weil er wird zwar als rot angezeigt, aber rot hat ja auch Abstufungen, so wie bei uns hier. Der Balken ist ja entweder voll oder leer oder irgendwas dazwischen. Ich denke mal, der wird bald wieder auf orange rüberspringen. Und wenn wir jetzt raufschießen, müsste er wieder ganz runtergeprügelt werden. So, das müsste eh gleich kaputt. Schießen wir jetzt nochmal wieder darauf. Ihr repariert fleißig. Du solltest in die Krankenstation. Dafür sollten wir die Krankenstation aber erstmal wieder aktivieren. So. Du übrigens auch. Oh. Oh. Der Artillerielaser schießt von alleine? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das finde ich auch nicht sehr schön. Ehrlich gesagt. Erstmal kann ich nicht aussuchen, wo der Beam lang fliegt. Außer er fliegt auf jeden Raum, das wäre natürlich schön. Also ich kann mir das nicht aussuchen. Und manchmal will ich Schiffe auch gar nicht sofort zerstören, sondern ich will deren Crew umbringen oder irgendwas anderes machen. Oder mich zum Beispiel erstmal reparieren, bevor ich wegspringe, weil wir gerade in der Flotte sind. Das kann man alles nicht machen mit diesem Artillerielaser. Das ist etwas unglücklich gewählt. Aber na gut, wir haben gerade Scrap bekommen von der Drohne. Und jetzt bekommen wir nochmal für unsere Hilfe 3 Treibstoff, einen Drohnenpart L-Scrap und einen Drohnensystem-Repair. Was wir aber nicht benutzen können, weil wir halt noch kein Drohnensystem haben. Und das System-Repair bekommt man eigentlich fast immer auch mitgeliefert, also können wir das verkaufen. So, jetzt machen wir einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wie weit wir kommen, bevor die Rebellen hinterher sind. Also bis gleich.